Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die AfD möchte gerne einen Schutzschirm für die Kommunen. Und ich glaube, der Vorschlag an sich ist ein richtiger und wichtiger. Mein Kollege Marc Reinhardt hat es ja auch schon für die CDU öffentlich gefordert. Und ich glaube auch, dass, so wie von vielen hier gesagt worden ist, dass natürlich die Kommunen auch Hilfe brauchen werden. Aber wir haben hier schon gehört, und das hat Frau Rösler auch sehr eindrucksvoll beschrieben, wie auch der Innenminister, dass im Moment die Datenlage es einfach nicht hergibt, entsprechend einen Schutzschirm für die Kommunen aufzustellen. Da gibt es viele Möglichkeiten, die wir intern auch in der CDU-Fraktion schon mal besprochen haben, die auch innerhalb der kommunalen Familie geregelt werden können über das FAG. Es geht aber auch teilweise um frisches Geld. Aber wir sind im Moment noch nicht so weit, und ich verstehe den Antrag natürlich auch der AfD so, dass sie bis Ende August eigentlich Daten haben wollten, um dann einen entsprechenden Schutzschirm zu machen. Aber dafür brauchen wir den Antrag jetzt nicht, das sehe ich so, weil in der Endkonsequenz wir jetzt wirklich erst mal sehen müssen, wie wird die Steuerschätzung ausfallen, nicht nur für den Bund, sondern auch für das Land, und dann ganz speziell sehen, welche Kommunen sind dann wirklich stark betroffen. Es zeichnet sich ab, dass es die Kommunen sein werden, die vom Tourismus sehr stark geprägt sind, aber auch Städte, die stark bei Gewerbesteuereinnahmen leiden werden, wo Betriebe sozusagen in Kurzarbeit gehen mussten und die Umsätze nicht da sind, wo Stundungen da sind, die vielleicht nachher doch wieder gezahlt wird. Also wir brauchen Datengrundlagen, und dann brauchen wir nachher wirklich maßgenaue Konzepte und nicht einfach Geld in die Schlüsselmasse. Auch da müssen wir ja aufpassen und wissen, wie wird denn eigentlich die Einnahmesituation des Landes auf die zukünftige Schlüsselmasse reagieren, weil wir über den Gleichmäßigkeitsgrundsatz auch da Geld verlieren können. Also das alles noch gar nicht genau klar. Es wird definitiv so sein, aber wir müssen einfach die Zahlen wissen, um nachher wirklich maßgeschneiderte Konzepte zu erarbeiten. Und wir haben höchstwahrscheinlich auch ein Innenministerium, was sensibilisiert ist, dass man bei Bedarf auch über Haushaltserlasse darüber nachdenken kann, Kommunen zum Beispiel die Chance zu geben, für die Zwischenfinanzierung sozusagen Kassenkredite zu ermöglichen, dass sie sozusagen ihre laufenden Ausgaben auch bezahlen können. Das wird ja der einen oder anderen Gemeinde ein Problem geben, dass sie sagen, wir haben ja so viele Stundungen oder so und so viele Mindereinnahmen, dass wir jetzt im Grunde genommen nicht reagieren können. Da können wir nicht auf einen Schutzschirm warten. Da muss man also mit kurzfristigen Maßnahmen helfen. Und trotzdem müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass wir nachher vernünftig helfen können. Und da wäre es sinnvoll, so wie wir es auch schon von mehreren Vorrednern gehört haben, dass wir ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Land haben. Weil ich glaube, wir sind auch als Land nachher überfordert, wenn wir alleine einen Schutzschirm machen werden für unsere Kommunen. Also auch da haben wir das große Problem, dass wir noch gar nicht wissen, kann der Bund da noch was zusätzlich machen oder kann er es nicht machen? Hilft da auch bestimmten Unternehmen, noch kommunale Unternehmen, sind das zum Beispiel die Fuhrunternehmen oder ähnliche Sachen? Also das können wir alles noch nicht genau einschätzen. Und deswegen bin ich den Kommunalpolitikern, aber auch den Finanzpolitikern dankbar, die die Kommunen im Blick haben. Und wir als Kommunalpartei, als CDU, legen da ganz besonderen Wert darauf, dass die Kommunen nicht im Regen stehen bleiben und werden auch stark darauf achten, spätestens nach der Sommerpause uns wieder mit diesem Thema zu beschäftigen und zu gucken, können wir helfen oder können wir nicht helfen? Und wenn wir helfen, wie helfen wir? Und ich glaube, den Antrag dafür brauchen wir nicht, werden uns aber entsprechend mit dem Thema beschäftigen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.